Hallo, herzlich willkommen auf Marios Channel. So, heute geht es um die KitchenAid, ganz kurzes Video. Und ich habe mir jetzt die gekauft, 4,8 Liter Topf. Und das ist genau die 5KSM 150 PS mit 5 Jahre Garantie. So, es geht aber jetzt darum, den Knetrage oder den Schneebesen einzustellen. Wir benutzen zum Einstellen den Schneebesen. Und es ist sehr wichtig, dass er das einstellt, weil der Knetage kann eure Schüssel beschädigen, wenn es zu tief steht. Dann schleift er auf der Schüssel und beschädigt eure Schüssel. Und wenn er zu hoch steht, dann nimmt er den Teig nicht richtig auf. Das ist das Problem und das möchte ich euch ganz kurz in einem kurzen Video zeigen, wie man das einstellt. Ich habe gerade ein Brot gemacht und was mir dann jetzt aufgefallen ist, dass der Teig vom Boden nicht weggeholt wird. Und das ist das Problem, die muss man vorher einstellen. Also den Haken muss man dann einstellen. Da kann man einstellen nach oben und nach unten. Der war jetzt eben halt zu weit oben, deswegen hat er auch den Teig nicht gegriffen. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier ein 50 Cent Stück in die Schüssel reingegeben. Wenn ihr das hochklappt, könnt ihr auch die Schraube sehen. Und ich benutze jetzt dafür einen Schneebesen, also ihr müsst den Schneebesen benutzen, um das einzustellen. Das sollte jetzt allerdings so eingestellt sein, dass der Schneebesen dieses 50 Cent Stück nur kurz berührt, so wie ihr es jetzt im Video gesehen habt. Also geht jetzt einfach hin, holt euch einen Flachschraubenzieher und dreht diese Schraube rein oder raus. Das merkt ihr schon, was für Richtung der Schneebesen geht. Also nur so einstellen, wenn er das dann laufen lässt, dass, wie jetzt im Video zu sehen ist, dass der Schneebesen sich nur ganz kurz mit diesem 50 Cent Stück berührt. Dann ist die Maschine richtig eingestellt und ja, sonst ist es nichts. Ja, dann ich hoffe, es ist hilfreich für euch und ich sage dann mal wieder Tschüss. Euer Marius. Ciao, ciao.